Was da Destiny, das Schicksal, sign already. Ist bereits gezeichnet. You don't have no power to change. Du hast keine Macht, das zu ändern. You can't. Du kannst es nicht. But God can. Aber Gott kann es. Someone say God can. Jemand sage, Gott kann es. Say, look at your neighbor, say, make sure there's no sin in your head. Stell dir, dass da keine Sünde in deinem Kopf ist, dein Leib kommt jetzt. I say, look at your neighbor right now. Say, there's no sin in your head. Kein Kopf in deinem Kopf. Because the fire is coming. Denn das Feuer kommt. And every track shall be burnt. And you will be free. Und du wirst frei sein. Say amen, somebody. Amen. Someone say, Holy Ghost. Sage, Heiliger Geist. Say, Holy Ghost. Sage, Heiliger Geist. And that's when you say the Holy Ghost, it means you have created an atmosphere of purity around you right now. Du hast eine Atmosphäre der Reinheit dich herum geschaffen. It's not hocus pocus. Denn es ist kein Hocus Pocus. It's not trying. Das ist nicht versuchen. It's not imagination. Nicht Vorstellungen. It's not playing. Das ist kein Spielen, der Trick. When it's the Holy Ghost, wenn wir sagen, Heiliger Geist, he's the one in charge. Dann ist derjenige, der zuständig ist. In fact, if anyone should be scared of or should be afraid of, in fact, the devil should be afraid of Christians. Wenn jemand Angst haben sollte, dann sollte der Teufel Angst vor den Christen haben. The one who defeated Satan. Der den Teufel besiegt hat. Not in the form of a lion. Nicht in der Form eines Löwen. Our master defeated Satan. Unser Herr hat den Satan besiegt. Having assumed the form of a lamb. In der Form eines Lammes. A very weak animal. Ein sehr schwaches Tier. Lambs don't bite. Lämmer, die beißen nicht. Lambs don't scratch. Lämmer kratzen nicht. Don't even scare. Sie machen nicht einmal Angst. Very harmless. Ganz harmlos. Very gentle and ganz soft höflich, and tender. Sanft. And Christ took the form of a lamb. Christus nahm die Form eines Lammes an. To bruise the head of the serpent. Um den Kopf der Schlange zu zertreten. With the only heavenly designed opportunity for the serpent to bruise the heel of him on the cross. Mit der nur einzig geschaffenen Möglichkeit, wie die Schlange die Hacken, die Fersen am Kreuz beißen wollte. God gave him the opportunity. Gott gab ihm die Gelegenheit. As he couldn't. Ansonsten hätte er es nicht tun können. To bruise the heel. Um in die Ferse zu beißen. But when he picked up. Aber als er genommen hat. His foot. Seinen Fuß. The foot of the lamb. Den Fuß des Lammes. He crushed the head of the serpent. Hat er den Kopf der Schlange zertreten. He defeated him. Er hat ihn besiegt. He molested him. Er hat ihn also he made an open spectacle of him. Die Bibel sagt, er hat ein öffentliches Spektakel über ihn gemacht. Made a show of him. He triumphed over him. Hat eine Show gemacht, über ihn triumphiert. In his victory. In seinem Sieg. This is powerful. Das ist mächtig. Now. Jetzt. This master of dieser ours. Herr, unser. He is not a lamb again. Er ist kein Lamm mehr. He was a lamb. Er war ein Lamm. Slain from the foundations of the world. Geschlachtet zum am Fundament der Erde. Right after Adam and Eve their sin. Nachdem Adam und Eva gesündigt hatten. God sacrificed an animal. Hat Gott ein Tier geopfert. And use und hat es benutzt. The leather to cover them up. Das Leder, um sie damit zu bedecken. Again on the Mount of Moriah. Und auf dem Berg Moriah. Instead of assassinating Isaac. Statt dass Isaac geschlachtet or wurde. Sacrificed Isaac. Oder geopfert wurde. God gave Abraham a ram caught by the thicket. Hat Gott Abraham dem Abraham einen Witter gegeben? Right afterwards. Und danach? Now God gave the reality. Hat Gott die Wahrheit gegeben? Out of the shadow. Aus dem Schatten his heraus. Real lamb. Sein richtiges Lamm. On the same Mount of Moriah. Auf dem gleichen Berg where Moriah. Isaac was supposed to be sacrificed. Wo Isaac hätte geopfert werden sollen. That's the same mountain. Der gleiche Berg. Which is known today as the Golgotha. Welche heute bekannt ist als Golgotha. Or the Calvary. Oder Calvary. The same place. Derselbe Ort. Where the Lamb of God. Wo das Lamm Gottes. As John the Baptist saw him, he said, "Behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world." He came around. Wo das Lamm Gottes, welches gekommen ist, um die Sünden der Welt wegzunehmen, ist gekommen. Baptized. Wurde getauft. Preached. Hat gepredigt. Did good. Hat Gutes getan. And hung on that cross. Und dann wurde er ans Kreuz gehängt. Interestingly. Interessant. People are looking for the Ark of the Covenant. Die Leute suchen nach der Bundeslade. The Ark of the Covenant is not in Ethiopia. Aber die Bundeslade ist nicht in Äthiopien. The Ark of the Covenant is still in the land of Israel. Sie ist immer noch in Israel. It is still in the land of Israel. Sie ist immer noch in Israel. Within Jerusalem. In Jerusalem. In the very grotto of Jeremiah. In dieser Höhle von Jeremia. Where it is hidden. Wo sie versteckt ist. And it will surprise you, as Dr. Ron White, before he passed away, a Bible archaeologist, before he passed away. Und es wird euch überraschen, dass Dr. Ron White, ein Bibelarchäologe, der sie gefunden hatte. Where Christ was crucified. Wo Christus gekreuzigt wurde. He was able to discover the da place. Da hat er den Ort entdeckt. The cross hole. Dieses Kreuz. He went down as he was looking for. The Ark of the Covenant. Er ging dort hinein in diese Höhle, als he er nach dieser Bundeslade suchte. Exactly under the cross hole. Und er fand diese Bundeslade genau unter dem Kreuzloch. And under that cross hole, und unter diesem Kreuzloch, when Jesus Christ was pierced, als Jesus Christus aufgestochen wurde, on his side, an seiner Seite,
the heart of a human being is not on the right side. Das the Herz natural eines Menschen. Heart, the pumping, the blood or the muscle in your body which pump the blood is on the left side. Das Herz eines Menschen ist nicht auf der rechten, sondern auf der linken Seite. The blood pumping muscle on the left. Dieser Muskel, der das Blut pumpt. So when they pierce him, und als sie ihn aufstachen, down through the spleen, water, Wasser, and blood came. Und Blut kam da heraus. On the left side. Auf der linken Seite. The blood drop. Das Blut ist getropft. There was an earthquake. Da war ein Erdbeben. Graves were all open. Die Gräber öffneten the sich. Rocks split apart. A space was created. Und ein Platz wurde geschaffen, and ein Riss. Blood went through. Und dieses Blut ging hindurch. And dropped exactly on the Ark of the Covenant. Und tropfte genau auf diese Bundeslade. A big secret. Ein großes Geheimnis. That haven't discovered it. Nachdem es entdeckt wurde. The Jewish, die Juden, are struggling with the truth. Haben zu leiden mit dieser Wahrheit. The Jewish antiquities. The antiquity, those in charge of all the ancient remains of Israel. Die zuständig sind für die Antiquitäten von Israel, all diese archäologischen Funde. They are struggling about this truth. Sie sind damit am Kämpfen mit dieser Wahrheit. Bloodstains were found in the grotto. Diese Blutstropfen wurden gefunden in diesem Loch, in dieser Höhle. Und auf dieser Bundeslade. On the very left side. Auf der linken Seite. In those days, animals were sacrificed. The high priest put the blood only on the east side of it, which is the right side. Damals, wenn die Opfergaben gemacht wurde, wurde das Blut immer auf die rechte Seite geschmiert. But the blood of the Lamb of God fell on the left side. Aber das Blut des Lammes Gottes fiel auf die linke Seite der Bundeslade. On the mercy seat of the Ark of the Covenant. Auf diesem Gnadensitz der Bundeslade. All predicted already in scriptures. Alles vorherbestimmt in der Schrift. Most importantly, blood samples were taken. Blut wurde entnommen. Over 2000 years ago, all that blood was taken. Diese Blutproben wurden genommen. They brought it to the laboratory in Israel. Sie haben es in ein Labor in Israel gebracht. And then they did this blood swelling. Und sie haben diese Untersuchungen gemacht. And blood growth. Und Blutwachstum. They developed it for 72 hours. Verschiedene Untersuchungen, 72 Stunden lang. Blood stain for over 2000 years. Blutstropfen, die 2000 Jahre alt sind. After 72 hours came up alive. Nach 72 Stunden wurden sie lebendig. They saw that the blood test that they did, it contains 24 chromosomes. Und dieser Bluttest, den sie genommen hatten, hatte 24 Chromosomen. 23 Chromosomen. Came from the mother. Kam von der Mutter. And only one. Und nur einer. Came from an unknown place. Kam von einem unbekannten According Ort. According to the scientists there. Nach den Wissenschaftlern dort. Every human being. Jeder Mensch. Is made up of 46 chromosomes. Hat 46 Chromosomen. Every human being. Jeder Mensch. 23 from your mother. 23 von der Mutter. 23 from your father. 23 vom Vater. We have what we call autosomes. Wir haben Autosomen. Out of 23. Aus den 23. 22 autosomes. 22 Chromosomen. From the father. Von dem Vater. 22 autosomes from the mother. 22 von and der Mutter. One, the mother will give one X. Die Mutter gibt ein X. And the father may give Y. Und der Vater kann ein Y if geben. If the child is to be a boy. Wenn es ein Junge werden soll. If the child is to be a girl. Wenn es ein Mädchen ist. The mother donates one X. Gibt die Mutter das X. And the father donates one X. Gibt der Vater das X. So SX is a girl. Zwei X sind ein Mädchen. XY is a boy. XY ist ein Junge. This particular blood. Und dieses Blut. Not being natural. Nicht natürlich. Had 24 chromosomes. Hatte 24 Chromosomen. 23 from the mother's side. Von der Mutter. That's 22 autosomes and one X. 22 Autosomen und ein X macht and also 23. Only Y chromosome. Und nur ein Y-Chromosom. And we understand. Und wir verstehen. Because he was not born. Denn wurde nicht geboren. From the interaction between a man and a woman. Von der Verbindung zwischen einem it Mann und einer supernaturally Frau. Given. Sondern es war übernatürlich gegeben. So for the boy to be a human being, he needed that 23 from the mother. Damit the er ein Mensch wird, braucht er die 23 Chromosomen der Mutter. And to be a male, und damit er ein Mann wird, he needed a Y, brauchte er das Y, that came from the father, welches vom Vater im Himmel kam. Only fathers can give Y chromosomes. Nur Väter können das Y-Chromosom no geben. Mother can give Y chromosomes. Keine Mutter kann das geben. No mother. Keine Mutter. Only the male or the fathers. Nur der Vater, der that Mann. Is why Christ was not an ordinary person. Darum war Christus keine normale Person. And he knew his father. Und er wusste, sein Vater kam von oben. But the truth is clear. Aber die Wahrheit ist deutlich. And I was made to understand. Und mir wurde gesagt, when Dr. Ron White took this to the laboratory in Israel, als and Dr. they checked Ron it, they said, whose blood would that be? Dieses Blut ins Labor brachte, da fragten die Wissenschaftler, wessen Blut ist das? He said, that is the blood of your Messiah. Und er sagte, das ist das Blut deines eures Messias. And he says, before he passed away, Ron White passed away 11 years ago, he says that the people just became alarmed, amazed, and they got converted. Und er sagte, dass die Leute, die Wissenschaftler, alarmiert wurden und sofort sich bekehrten. I remember I brought one of Ron White's guys from US here. He came here to give a little lecture here. Vor ein paar Jahren hatten wir einen der Mitarbeiter von Ron White hier. And he discovers
have been documented on CDs. I think we used to have some CDs here. I'm looking for them. Very beautiful to see. Secrets that have not yet been revealed. And he said the Lord did not permit him to bring the ark out because a time is going to come when the ark will come out. The time that he saw everything. He said when he went to the cave, he saw four angels in the cave. Er sagte, als er dort in dieser Höhle war, da sah er vier Engel bei dieser Bundeslade, aber ihm wurde noch nicht die Genehmigung gegeben, diese Bundeslade herauszuholen. He was surprised to see them in the cave. Er war überrascht, sie dort zu sehen. He asked, what were you doing there? Und er fragte, was macht ihr hier? He said, they were the four angels God has given charge to watch over the ark of the covenant. Und es waren diese vier Engel, die zuständig waren, über diese Bundeslade zu wachen. Up to today. Bis heute. A lot of archaeologists. Viele Archäologen. A lot of scientists. Viele Wissenschaftler. Are going to Israel to look for that. Ark of the Covenant, and they are not able to find the place. Nach Israel und sie suchen nach dieser Bundeslade und können den Ort nicht finden. Because God said He will keep it. Denn Gott sagt, er wird He showed it once. Dort bewahren. He proved the blood test. Er hat es einmal gezeigt, den Bluttest gemacht. A time is going to come. Und er sagt, eine Zeit wird kommen, when the ark will come out. Wenn die Bundeslade herauskommt. Because when the ark comes out, weil wenn sie herauskommt, Israel will love to have it in the temple. Dann wird Israel es im Tempel gerne haben möchten. Israel is prepared. Israel ist vorbereitet. They have prepared almost everything. Sie haben alles vorbereitet. And they know where to build it. Und sie wissen, wo sie es bauen wollen. But they don't have the ark of the covenant. Aber sie haben nicht die Bundeslade. So that mystery. Dieses Geheimnis is there. Ist da. But God has not given it to them. Aber Gott hat es ihnen noch nicht gegeben. But those of who believe. Aber die glauben. And those of who trust God. Und die Gott vertrauen. If God says something, He'll do it. Gott etwas sagt, dann wird er es tun. If the Lord gives us more grace to live a little longer. Und wenn der Herr uns mehr Gnade gibt, dass wir länger leben werden. We shall hear the news all over. Dann werden wir die Nachricht überall hören. And it's going to be very beautiful. Es wird sehr wunderschön sein. Until then, aber bis dahin you must have faith in God. Musst du Gott vertrauen, that Jesus really came. Dass Jesus wirklich kam. He came and sacrificed his life for you and me. Er kam und hat sein Leben geopfert für dich und für mich.